Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge im Bausimulator. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade wieder unterwegs, weil das Navi mich wieder einmal komplett falsch gemacht hat. Das wollte ich euch jetzt ersparen. Demzufolge mache ich jetzt hier eine neue Aufnahme. Ich habe einen Trick gefunden, wie man über rote Ampeln fahren kann. Da war ein Blitzer. Verdammt. Da war ein Blitzer gewesen, den ich jetzt erstmal volles... Geht ja schon wieder gut los hier auf jeden Fall. Blitzer geblitzt. Was ist das für ein Deutsch? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss, ey. Warum ich so eine riesen Maschine jetzt hier hinten dran habe. Wo muss ich denn hin? Hä? Das war nur unser Auftrag eigentlich. Ich weiß es. Hä? Was war denn unser Auftrag? Komm, wir müssen mal kurz gucken. Parkanlage. Bauabschnitt. Geschätzter Gewinn 100.000. Baumaschine mieten. Jetzt müssen wir die Straße ebnen. Da habe ich jetzt schon das Ding geholt. Okay. Aber wie soll ich jetzt da hochkommen? Machen wir Platz hier. Ich muss mal hier lang. So. Ja, das Auto hat sich unsichtbar gemacht, ja. Müssen wir irgendwie hier rein. Es ist natürlich auch blöd, dass es jetzt schon dunkel ist. Weil ich sehe gar nichts. Ja, müssen wir mal hier mal Licht anmachen. Ach, Sophia. Was ist denn jetzt wieder? Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, das Spiel stürzt wieder ab. Wir müssen irgendwie jetzt hier rein. Ich weiß zwar nicht, warum wir jetzt hier... Ach, hier müssen wir was machen. Okay. Hier soll die Parkanlage hin. Gut, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. So, dann stellen wir das Zeug mal hier hin. Würde ich sagen. Und fahren mal die Rampen aus. Hä? Ankoppeln, meinte ich. Sicherung lösen. Was geht denn jetzt ab? Okay, was war das jetzt? Okay. Fahren wir doch erstmal die Rampen aus, würde ich sagen. Nehmen wir uns mal unsere Planierhaube hier. Vor allem mitten in der Nacht fangen wir erstmal hier an. Muss ich erstmal gucken, wie waren das jetzt? Oh. Das Abladen war ja schon mal sehr spektakulär, okay. Hört schon wie so ein Banzer. Durch die Ketten. So. Wir müssen jetzt einmal hier Licht einschalten, damit wir überhaupt erstmal irgendwas sehen. Dann fahren wir erstmal hier auf das Gemüse drauf. Die Steuerung ist hier sehr komisch. So, dann machen wir erstmal das Ding hier an. Machen hier hinten den... Warte mal. Mal heben. Das müssen wir erstmal glaub gerade machen. Ich komme gerade mit der Steuerung nicht klar. Okay. Muss mal gerade machen, glaube ich. Genau, erstmal gerade machen, den Scheiß.
Klappt ja so semi-gut, würde ich sagen. Wie sieht denn das eigentlich von innen aus? Das würde mich gerne mal interessieren. Ja, wow, sieht man ja richtig viel. Ich gar nichts. Wenigstens der Drehzahlmesser geht. Das ist die Hauptsache. Aber wenn nicht anders funktioniert, der Drehzahlmesser muss gehen. Hab ich gefunden. Weiß ich jetzt nicht, welches war. Oh, war, wieder mal auf die Außenansicht, weil das ist ja so Katastrophe hier. Das soll man mal nicht sagen, dass Leute nicht, nicht bis in die Nacht arbeiten. Ich finde es auch schön, dass sie das hier entklatschen und nicht irgendwo anders hin. Ist denn das jetzt immer noch nicht gerade genug oder was? Das muss ich gleich nochmal machen, wenn das noch nicht gerade genug ist. Da wäre eigentlich eine geeignete Fläche gewesen für den. Zum Abladen. Naja, egal. Bringt das Zeug ja eh nicht zurück. Hat sich hier überhaupt irgendwas? Ich habe hier dezente Probleme mit der Maschine. Das muss so alles sein. So macht man heutzutage eine Fläche gerade. Hä? Halte links gedrückt, um die zu aktivieren. Sie zeigt den Bereich, der noch bearbeitet werden muss, an. Okay. Also einmal alles. Ah, ich finde es auch schön, dass wir die Stelle, die jetzt nicht so gut sind, dass er das auch anzeigt und auch wieder wegmacht an den Prozenten. Haben wir gerade gesehen, wir waren gerade bei 51.
zurück. Was hat er? So, ihr könnt es endlich sehen. Ich habe es endlich geschafft, diesen Bereich zu ebnen. Markierten Bereich müssen wir jetzt demzufolge räumen. Das heißt, wir müssen demzufolge jetzt erstmal die Baumaschine wieder zurückbringen. Ja, da haben wir jetzt schon viel zu lange jetzt hier rumgeeiert. Sage ich jetzt mal so dazu. Und ja, aber die würde ich dann gleich so wie sie ist einfach wieder zurückbringen mit dem ganzen anderen Kram. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, da haben wir auf jeden Fall Spielfortschritt. Da haben wir jetzt erstmal dieses erreicht. Wir müssen jetzt das Ganze verdichten. Wo du schon mal dabei bist, kannst du gleich noch den Erdbauwalzer besorgen und den Kies verdichten. Das sollen... Ah, das habe ich natürlich nicht gelesen. Das habe ich natürlich nicht gelesen, was der gesagt hat hier. Fuhrpark, Warenkopf, Finanzen, Ausbaustufen, Meilensteine. Wo konnte ich denn jetzt Handbuch, Fortschritt, Statistiken... Hier können wir dann nochmal ansehen, wie viel wir schon gefahren sind, was wir letztendlich gemacht haben, wie viel wir auf Kette unterwegs gewesen sind, wie viel Sand wir bewegt haben, wie viel Kies und so weiter und so fort. Das können wir dann irgendwann mal im Laufe der Zeit immer mal gerne mal machen. Ich wollte ganz gerne jetzt nochmal wissen, was der jetzt hier gesagt hat. Verdichten müssten wir jetzt. Das heißt, wir könnten auch jetzt den ganzen Abschnitt neu machen. Dieses Teil verdichten würde 30.000 bringen. Und ja,